Erster Pirane. Nachdem Ömer relativ sicher den Fernkampf für sich entschieden hat und Kieras und Iserun eine weitere Runde im Turnier geschafft haben, sitzt ihr nun bei einem gemeinsamen Mittagessen im Meer aus Zelten. Es gibt Wildschwein mit Borntoffelstampf und gutes Schwarzbier zum Kräftigen. Zufrieden könnt ihr nun darüber nachsinnen, was ihr heute noch so alles zu tun habt, bevor es dann morgen für Rafim ernst wird. Nun, dann lief ja bei euch beiden schon mal ganz gut heute. Was? Wo lief's gut? Die Duelle. Unseren beiden Duellkämpfern. Beide bei denen natürlich auch immer, aber darüber haben wir heute Mittag schon geredet. Es war auf jeden Fall weit herausfordernder, als ich gedacht habe. Ich weiß nicht, es sah eher aus, als würdet ihr die ganze Zeit umeinander tanzen und niemand wollte wirklich mal richtig in den Kampf reingehen. Vielleicht liegt das aber auch an diesem. Vielleicht liegt das aber auch an diesem Zahnstocher, mit dem er gekämpft hat und diese. Was war das eigentlich, was die Griffin hatte? Kriegsfächer. Fächer. Sehr beliebt in Aranien, wie ich verstanden habe, und auch ein wenig verbreitet auf Maraskan. Ja, keine Ahnung, ich meine, warum hat sie nicht einfach gleich einen Knüppel genommen? Das wäre genauso unwürdig, aber immerhin hätte der mehr schon. Oh, glaub mir, diese Dinger können sehr wehtun, aber das ist gar nicht das Ziel davon. Vielmehr ist das Ziel, den Gegner zu entwaffnen und abzulenken. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Nun, ein falscher Schritt und sie hätte mich problemlos besiegt. Ich hatte mehr Glück als alles andere. Daher das umeinander herumtanzen. Es war eher ein Kampf im Geiste. Ich will ja nichts behaupten, aber ich denke, wenn Rumrasil euch nicht unterbrochen hätte, ihr würdet jetzt noch da stehen. Das ist gut möglich. Aber ja, es ist anders als die Kämpfe, die ihr normalerweise gewohnt seid, wo nun man mit der größten Waffe, die man finden kann, aufeinander einklopft, bis einer am Boden liegt. Ich muss doch sehr bitten, mit Lanzen klopft man nicht. Und sie sind mit Abstand die größten Waffen, die ich mir ausdenken kann. Ich redete eher von eurem anderthalb Händler. Ist doch gar nicht mal groß. Habt ihr Raphims Schwert gesehen? Ja, ganz niedlich, euer Schwert, ganz niedlich, muss ich ja zugeben. Es ist recht praktisch, wenn man irgendwo hochklettern muss und eine Hand frei braucht. Oder durch einen Gang möchte, der nicht 4 Schritt breit ist. Alle wichtigen Gänge sind mindestens 4 Schritt breit. Merke schon, ich lerne hier einiges über die Architektur einer Landfahrt. Nein, nicht wirklich. Was müssen wir denn heute noch machen? Ist jetzt alles organisiert fürs Fest? Söldner haben wir? Haben wir den Ort? Ist das schon geklärt? Ja, schon längst. Aber mehr, kommt euer... Naja, euer Berufskollege denn auch mal zu Potte, oder wie sieht das aus? Wen meint ihr mit Berufskollege? Na, den Charlatan. Dieses kein Berufskollege ist ein ich dachte, ihr Angestellter seid des Hauses Seelander. Nein, ich habe ihn noch nicht beauftragen können. Ich hoffe heute, dass ich die zusätzlichen Diners beim Seelander bestellen kann. Und eine Bestätigung des Auftrags des Illusionisten halten kann. Das sollte so bald wie möglich passieren, denn ich denke schon, dass er sich mit der Theatertruppe absprechen sollte, wenn er denn wirklich kompetent seine Kunst umsetzen möchte. Ich weiß ja nicht, brauchen wir wirklich Unterhaltungsmagie, wenn wir doch schon eine Theaterspieler haben? Natürlich, das gehört dazu. Nun, wenn man auf die Schnelle eine untote Drachenprothese bauen könnte, wäre es natürlich praktischer, doch ich denke, der Zeitdruck erfordert andere Maßnahmen. Ich möchte mal meinen Marischal kann das vielleicht sogar. Ich fürchte, die Zeit haben wir nicht, so etwas zu bauen. Nun gut, vermutlich habt ihr recht, aber können wir nicht wenigstens einen echten Magier anheuern? Habt ihr einen echten Magier zur Verfügung? Die auf der... Die ich guck mal mir, beherrscht? Ich guck mal bei mir an. Ich beherrsche diese Kunst leider nicht. Was ist denn mit Isarun? Kann die das nicht? Weiß mal, wir werden doch solche Spielereien nicht. Das wäre doch unter anderem. Ich setze meine Magie für ernsthafte Zwecke ein. Ein Schalatan. Die Schule in Zorgan lehrt es. Vielleicht ist einer von den Magiern anwesend. Ein Schalatan ist eine hervorragende Wahl. Sie sind ausgesuchte Spezialisten für solche Art Unterhaltung. Ja, ich weiß ja nicht, dass man solche halbgaren Halunken überhaupt rumlaufen und zaubern lässt. Aber ich dachte, man darf kein Geld für Magie nehmen, wenn man keinen.
Gildenmagier ist? Ja, diese Scharlatane dürfen das wohl doch. Muss einem nicht gefallen, aber... Dies beruht wohl noch auf einem Gesetz, das zu Zeiten Bardo und Schillers gegeben wurde. Ja. Und bis heute nicht außer Kraft gesetzt wurde. Es gibt Dinge, zu denen ist Reto nun mal nicht gekommen damals. Nichtsdestotrotz werde ich heute hoffentlich diese Bestätigung erhalten. Und die Einladungen sind auch geschrieben? Die Einladungen sind geschrieben. Ich werde noch einen vernünftigen Kalligrafen fragen. Kalli was jetzt? Einen Schönschreiber nennt man das im Gariti wohl. Der die Einladungen, die Namen der Einladungen persönlich handschriftlich setzt. Das macht einen besseren Eindruck. Müsst ihr die nicht noch alle unterschreiben? Nein. Was? Die werden gesiegelt. Gutes. So. Müsst ihr jetzt eigentlich euren Titel abgeben, wenn ihr nicht mehr Magier seid? Ich bin immer noch ein Magier. Wie funktioniert das bei euch, Horasian? Das funktioniert übergreifend in der ganzen Gilde. Egal, ob ihr weiß, schwarz oder grau Magier seid. Aber ihr müsst einen Titel, im Moment. Ihr müsst einen Titel nicht abgeben. Ihr dürft nur lediglich nicht zaubern, beziehungsweise ihr dürft zaubern, solange ihr keine bestehenden Gesetze verletzt. Und ihr dürft dafür natürlich keinen Gegenwert verlangen, sei es in Form von Geld oder anderen Wertgegenständen. Und was genau tut ihr dann für euren Lebensunterhalt? Spendengalas aufrufen? Zudem. Ich funktioniere gesellschaftlich hervorragend. Ich bin hervorragend vernetzt. Macht ihr euch um meinen Unterhalt Gedanken? Das ist sehr erfreulich von euch. Und ich meine, was wird aus Witwe Brutzens, wenn ihr eure Miete nicht mehr zahlen könnt? Ach, dafür habe ich schon vorgesorgt. Macht euch darum keine Sorgen. Was zahlt man eigentlich für so ein Haus? Nun ja, über Geld spricht man nicht. Warum? Ihr könnt der Witwe Brutz fragen, wenn sie euch Auskunft gibt, ist das ihre Sache, aber... Warum spricht man über Geld nicht? Wer sagt sowas? Das gehört zum guten Ton. Entweder man hat Geld oder man hat kein Geld. Wenn man kein Geld hat, dann spricht man erst recht nicht darüber. Also habt ihr kein Geld? Ich habe ausreichende Mittel, um mir ein Leben in dieser Stadt zu leisten. Aber das klingt sehr ausreichend. Wie teuer das Leben in einer Stadt wie dieser ist, oder? Ich glaube, für das, was ihr für euer Häuschen hier bezahlt habt, könnte man auf dem Land ein ganzes Anwesen bauen. Nun ja, wir sind nicht auf eurem Land, wie ihr so schön sagt. Flucht ins Garret. Alles ist so teuer hier. Bei euer Land müssten wir doch erst befreien, oder, Ritter? Das kommt noch. Ich meine jetzt nur für die Zukunft. Und wieder aufbauen zudem. Dort steht nicht mehr viel, oder? Verzeiht, Wetterhelden. Darf ich mich zu euch setzen? Rondrasil Löwenbrand, der Turniermeister, steht neben euch. Aber natürlich doch, Euer Exzellenz. Danke. Ja, mich auch kurz, nimmt dann vor euch Platz, stellt dann seinen Teller ab, nimmt erstmal einen großen Schluck von dem Bier. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Mir mögt sicherlich das Bild von mir haben eines, nun ja, verbohrten Rondrianers. Aber da bin ich keineswegs. Ich möchte mich nur erklären, warum ich so gehandelt habe, wie ich es tat. Auch wenn ich das nicht müsste, aber mir ist es wichtig, dass... wenn wir demnächst in die Schlacht ziehen, dass ihr, so ihr denn mitzieht, kein Bild von mir habt, was ein falsches wäre. Ich frage euch deswegen, das Holz, hat es dem Schwarzen Ritter einen Vorteil während des Kampfes verschafft, der regelwidrig ist? Nun, das ist schwer zu sagen. Er war auf jeden Fall sehr gut. Nun, genau genommen ist die Lanze auch zerbrochen. Insofern hat sie ihm keinen Vorteil gebracht. Aber... Das würde ich nicht so sagen, ehrlich gesagt. Es ist, also das Holz, das vom Schneider der Elemente berühmt gerührt wurde, ist ja dafür bekannt, sich von sich selber aus zu bewegen. Es ist durchaus möglich, dass die Lanze quasi ein Eigenleben führte und sich auf den Gegner zubewegen könnte. Könnte. Der Konjunktiv. Aber es hat sich bewegt, also...
muss man doch davon ausgehen, dass es so ist, dass es einen unfairen Vorteil gibt, der durch dämonisches Wirken erworben wurde. Welchen Grund gibt es sonst, das zu benutzen? Es steht wohl nicht auszuschließen, dass hätten wir nicht nach jedem schweren Treffer eine etwas intensivere Heilung durchgeführt, mich dieser seltsamen Holzübergang vielleicht schon während des Rittes hätten kampfunfähig gemacht. Oder Schlimmeres. So wie ich das sehe, hat ihm diese Lanze keinen regelwidrigen Vorteil verschafft. Es mag zwar sein, dass sich dieses Holz in die Wunde eines Gegners gebohrt hat, dort weiter wächst oder so, aber während des Kampfes hat sie ihm laut unserer Analysen oder die der Magier und der Inquisition keinen Vorteil verschafft. Ist langsam wirkendes Gift regelwidrig? Selbstverständlich ist es nicht rondrianisch. Dann ist auch Unmetall, Unholz, alle Unelemente regelwidrig, denn sie sind nichts anderes als langsam wirkendes Gift. Wenn sie in den Körper eindringen, auf jeden Fall. Laut unseren Analysen, und die Inquisition weiß, wie man Fragen stellt, wusste er selbst nichts von diesen, Eigenschaften. Die Lanze ist ohne weiteres aus dem Holz, aus Transsilien gefertigt. Und transsilisches Holz hat eben diese Eigenschaften. Zumindest müssen wir ihm glauben, dass er nichts davon wusste. Warum ich weiterhin Probleme damit hatte, ihn direkt zu disqualifizieren, ist, wenn ich hier einen Fehler mache, dann hat das in erster Linie wenig mit dem Turnier zu tun, aber dadurch, dass die Reichsregentin Ausrichterin ist und sie alle unter einen Turnierfrieden gestellt hat, könnte es sein, wenn wir hier einen Fehler machen, dass sie selbst zu einer Eidbrecherin wird. Deswegen müsst ihr mein Handeln verstehen. Es geht hier nicht um mich, es geht hier nicht um Ronda oder um das Turnier, sondern darum, dass die Reichsregentin zu einer Eidbrecherin wird. Ihr könnt die Reichsregentin. Selbstverständlich, doch kann man gegenüber einem Dämonen ein Eid haben. Er ist kein Dämon. Er ist ein Anhänger der Dämonen, auch wenn er es vielleicht selber nicht zugeben mag, auch wenn es vielleicht aus seinem Gedächtnis gelöscht wird. Ja, das mag aus eurer Sichtweise vielleicht so sein, aber wenn man sich an die Fakten hält, dann ist das nicht so. Fakt ist, dass er ein Anhänger der Feinde ist. Und diese Feinde haben das Ziel, alles Leben, was nicht unter ihrer Kontrolle steht, auszulöschen. Solange seine Seele noch in seinem Körper wohnt, kann er gerettet werden. Nicht und die Götter kennen die Wahrheit. Praios, Rondra. Doch wie viele Seelen hat er schon geopfert? Darum geht es nicht. Wie gesagt, ihr mögt aus eurer begrenzten Sichtweise vielleicht diese Sicht haben. Wenn allerdings Praios entscheidet, dass ich hier fehlerhaft gehandelt habe, oder wenn Rondra meint, dass ich fehlerhaft gehandelt habe, dann wird Ema zu einer Eidbrecherin. Warum sollte Ihre Majestät ihren Eid gebrochen haben, wenn ihre Untergebenen fehlhandeln? Weil jemand, der unter einem Turnierfrieden steht, noch nicht verbrannt werden darf. Deswegen werden wir das Ganze, wir werden ihn selbstverständlich richten, wir werden ihn nicht in die Wir werden ihn nicht wieder zurück nach Transsilien schicken, sondern wir werden ihn nach dem Turnier töten. Wenn ich das richtig verstanden habe, darf ich kurz, Galan? Natürlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, gilt, dass Rohaya für ihre Untertanen, beziehungsweise für ihre Ritter verantwortlich ist. Das gleiche gilt doch nach dem Codex Raulis auch für diesen Herrn, oder? Er mag zwar nichts davon gewusst haben, aber er ist nichtsdestotrotz für sie verantwortlich, für ihre Fehler. Er ist als Ritter hier eingereist. Das ist Fakt. Er hat sich angemeldet und wurde von mir angenommen, nachdem ich seine Identität kannte. Er ist kein Dämon, er ist kein Paktierer. Er ist ein Mensch, der seine Fehler haben mag, ohne Zweifel. Und diese Fehler sind ohne Zweifel auch so groß, dass er von uns gerichtet wird. Allerdings auf unsere Weise und das unter den Augen von Rondra und Praios. Damit seine Seele, so befleckt sie auch sein mag, in die göttlichen Paradiese bzw. von Rheton gewogen wird. Vielleicht war dieser Friede ein Fehler.
Genauso wie der Landfried, der mir ebenfalls ein Dorn im Auge ist. Aber das ist hier nicht das Thema. Ist er für seine Leibeigenen verantwortlich? Generell ja. Insofern ist er schuldig. Reden wir mal nicht von den Lanzen. Reden wir doch von der Rüstung. Ihr kennt Endurium. Ich bin mir natürlich darüber bewusst, welche verheerenden Wirkungen Endurium haben mag. Er ist übrigens in diese Rüstung eingearbeitet worden. Wir können sie ihm mit Ausnahme des Helmes nicht abnehmen. Und ja, unsere Analysen sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir wissen, dass ein Dämon in diese Rüstung eingearbeitet worden ist. Und ja, es war richtig, ihn sowohl zu disqualifizieren, als auch von dem Turnier auszuschließen. Wir werden ihn trotzdem erst nach dem Turnier verbrennen. Bis dahin ist er in den Kerkern der Inquisition und der Bandstrahler so sicher wie in irgendeinem anderen Ort. Aber warum wird er denn dafür nicht ausgeschlossen? Eine Rüstung, in der ein Dämon wohnt. Und trotzdem wollte ihn nicht verbrennen. Wie gesagt, Das Verbrennen geht ja aktuell nicht wegen des Turnierfriedens, aber das ist ja aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ja, aber wieso liegt er dann noch unter diesem Schutz mit einer dämonischen Rüstung? Weil jeder, der an dem Turnier teilnimmt, unter dem Turnierfrieden liegt und keiner den brechen darf. Ich dachte, er sei vom Turnier ausgeschlossen worden. Wir haben in aller Fixgefälligkeit den Turnierplatz um den Bandstrahlerturm erweitert. Solange ihm dort kein Schaden angetan wird, verstoßen wir nicht gegen unsere Eide. Wie gesagt, nach dem Turnier endet der Frieden und er wird verbrannt. Wie gesagt, ich wollte mich nur bei euch bedanken, dass ihr so sehr schnell habt gehandelt und weiteren Schaden verhindern konntet, denn die Waffen, die in seinem Zelt noch gefunden wurden, hätten durchaus Menschen töten können. Wer war denn der Delinquent? Wenn ihr das wissen wollt, dann wendet euch an die Bandstrahler. Ich werde das Geheimnis nicht lüften. Gut, dass ihr einen Verbrecher deckt. Das hat nichts damit zu tun. Doch. Ihr solltet aufpassen, wie ihr mit mir redet. Verzeiht ihr. Ihr habt recht. Immer dreht sich rum und geht. Ja, ist manchmal ähnlich wie die hitzköpfig. Tolamiden, ihr versteht. Die sind nicht gar. Die wissen nicht gar, wie man sich benimmt. Wenn ich das richtig verstanden habe, obliegt der Inquisition jetzt die Bewachung des Gefangenen? Korrekt. Meines Wissens stehen sowohl zwei Bandstrahler in seiner Zelle, als auch zwei davor. Ich denke, dass es ganz nützlich werden könnte, wenn es auch noch eine magische Analyse dazu gibt. Immerhin ist mir kein Fall bekannt, wo eine dämonisch besessene Rüstung mit einem Menschen verschmolzen wurde. Das könnte uns eventuell im Kampf gegen ähnliche Gestalten helfen, bei der Rückeroberung. Der Tag, an dem ihr auf mehr als einem Weg das Portal in den Bandstrahlerturm durchschreitet, hoffentlich noch fern. Wie sicher ist es, dass er nicht entkommen kann? Aus dem Bandstrahlerturm kann keiner entkommen. Und auch keiner eindringen, so viel ist sicher. Ich meine nicht auf profane Weise. Dass die niederirdischen Kräfte sicherlich Interesse an dieser Seele haben, das sollte uns allen klar sein, wenn wir bei Sinnen sind. Und ja, seid sicher, dass der Bandstrahlerturm nicht angegriffen werden kann. Die Zellen im Keller sind mit Kospasal ausgekleidet. Da wird sich niemand hineinzaubern. Zudem sitzt auch der Rondra-Tempel der heiligen Adare direkt dort neben. Doch es ist ein Dämon der Rüstung. Vielleicht hat er Möglichkeiten, sich zu bewegen, von denen wir nichts wissen. Solange er in dieser Koshbasal-Zelle steckt und die Bandstrahler ihn bewachen, sollte dort eigentlich nichts passieren. Streich das eigentlich, es sollte nichts passieren. Es sollte oder es kann nichts passieren? Es kann nichts passieren. Trotzdem, mir wäre wohler dabei, wenn es auch noch magische Bewachung geben würde. Ihr werdet keinen Magier in den Turm hineinbekommen. Und ihr werdet ihn nicht aus dem Turm hinausbekommen. Das ist das Problem.
Ich würde mich wohler fühlen, wenn in der Stadt das Licht eingekerkert wäre, aber die profanen Maßnahmen könnten dort inadäquat sein. Eine solch unheilige Kreatur. Ich glaube nicht, dass die Sonnenlegionäre irgendjemand dort reinlassen, der magischen Funken in sich trägt. Aber wir werden die Gareta Kriminalkammer noch einmal verständigen und die Nandos-Geweihten entzuziehen. Vielleicht haben sie ja auch den einen oder anderen magischen Drakoniter oder so etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich nicht oft mit der Kriminalkammer zusammenarbeite, aber ja, wir werden uns auch noch einmal um einen magischen Schutz zusätzlich bemühen. Die Inquisition arbeitet unabhängig von der Prioskirche und kann jeden hinzuziehen. Es ist ja nicht nur die Bannstrahler Prioskirche, sondern wir reden hier, wie gesagt, von der Inquisition. Gut, das wie gesagt nur noch einmal zur Erklärung, damit ihr wisst, dass ich nicht verbohrt bin. Ihr seid ein Mann von Ehre. Unsere Pflichten können uns manchmal stärker binden als andere Zeiten, doch ja, man sollte niemals vergessen, weshalb wir diese Pflichten ausführen. Gut, und ihr solltet eurem kleinen Tulamiden sagen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann erwarte ich mehr Respekt, denn dann steht er nicht unter dem Turnierfrieden. Für euch diesen Respekt werdet ihr ihm selbst einflößen müssen. Glaubt mir, wir haben es versucht. Gut, dann noch einen angenehmen Rest-Turniertag. Ich vermute, wir werden uns morgen sehen. Ich hoffe es doch sehr. Er hat kaum was gegessen, während er neben euch saß, nimmt wieder seinen Teller, das Schwarzbier und geht wieder weg. Schau noch eine Weile nach und spuckt dann erstmal auf den Boden. Das Ganze hinterlässt einen sehr bitteren Geschmack in meinem Mund. Es ist fast schon zu klischeehaft. Das schreit gerade dazu danach. Könnt ihr seinen Blödsinn glauben? Ja. Er wird in letzter Sekunde fliehen. Ich prophezei es jetzt schon. Früher hat es sowas nicht gegeben. Ja, dann wisst ihr, wo sich dieser Missetäter vorher befand? Wo er eingekackert war? Bevor uns der Turniermarschall besuchte? Im Keller auf dem Mannstrahlerturm. Die Inquisition hat ihn da bearbeitet. Aber ihr wusstet nicht genau, wo er sich befindet, oder? Und die Keller sind jetzt nicht so weitläufig. Ich frage mich, warum er uns jetzt zu diesem Zeitpunkt genau Bescheid sagte, wo dieser Missetäter sich befindet. Worauf wollt ihr hinaus? Nun ja, manchmal können solche Informationen nicht auf dem offiziellen Wege mitgeteilt werden, sondern sie geschehen indirekt, informell. Das ist eine sehr horasische Herangehensweise, allerdings kann ich nicht absprechen, dass ihr in diesem Fall recht haben mögt. Immerhin, also, der Turniermarschall, ich beneide ihn nicht, in dieser Rolle zu sein. Immerhin muss er sich mit Politika beschäftigen, wenn er doch eigentlich nur ein Turnier organisieren möchte. Also, es könnte durchaus sein, dass er uns damit etwas mitteilen wollte. Und wir werden wohl kaum in den Keller marschieren und ihm ein paar Fragen stellen können. Wo sonst soll dieser Mann eingesperrt werden, wenn nicht dort? Also, ich denke, vielleicht interpretiert ihr dort ein wenig zu viel hinein. Möglicherweise. Dennoch, es kam mir nur sehr verdächtig vor, dass gerade zu diesem Zeitpunkt wir diese Information erhalten. Euch kommt alles verdächtig vor. Nun ja, ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo bestimmte Informationen nicht direkt mitgeteilt werden. Und hin und wieder muss man zwischen den Zeilen lesen können. Ich würde gern sagen, hier läuft das anders. Ich bin mir im Moment nicht mehr so sicher. Fluch des Gareth. Bringen wir die Sache auf einen schöneren Nenner. Eure Geliebte, Leonida, habt ihr euch schon mit ihr versöhnt? Mein Minne, Fräulein. Bitte sehr. Und nein, ich bin mir nicht gar so sicher, was nun wieder los ist. Habt ihr denn ernsthaft Interesse an ihr? Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen.
Was stellt ihr überhaupt für Fragen? Blumendiamanten. Aber ihr müsst diese Frage nicht beantworten, wenn ihr nicht wollt. Habt ihr Interesse, Abelmir? Nein. Ich euch auch geraten haben. Ich finde sie ganz putzig. Aber mir auch nicht. Jedenfalls hat er... Oh, das hatte ich euch noch gar nicht erzählt. Jedenfalls hat der Reichserzmarschall noch ein recht unangenehmes Gespräch noch mit uns ersucht. Gestern auf dem Ball. Ja. Dann wohl darauf versessen zu sein, die Sahne von Pericum wieder ins Feld zu stellen. Ach, ihr habt auch mit ihm gesprochen. Wir haben versucht, ihn auf jeder denkliche Weise klarzumachen, dass dies keine gute Idee ist, da der Charakter der Frau immer noch stark im Zweifel steht. Aber er scheint nur zu hören, was er hören will. Jedenfalls kamen wir gerade wieder von dieser Unterhaltung, da stürmte die gute Leonida aus dem Saal und ich kann mir nicht erklären, warum. Ihr besitzt ein Händchen für Frauen, nicht wahr? Lächel dich an. Also, ein Händchen ist bestimmt ein sehr großes Kompliment an dieser Stelle. Lacht nur. Keine Sorge. Das tue ich. Ihr wisst doch, Turnierfrieden und so. Ich kann euch gerne noch einmal einen Crashkurs in Sachen Frauen geben. Ich verstehe es nicht. Ihr könnt einen Oger niederstrecken und flüchtet vor einer Frau. Und ich kann sie wohl schlecht niederstrecken, meint ihr nicht? Ihr könnt sie schon. Ihr müsst sie erobern. Ihr seht auf jeden Fall stärker aus. Ist sie nicht an der Rondra geweiht oder Akolodin oder sowas? Ja. Ihr müsst ihr Herren erobern wie eine Burg. Kann mir doch wohl Kämpfen erlaubt sein. Also erst einmal die letzte Burg, die wir erobert haben, das haben wir in 300 Söldnern getan und sie danach angesteckt haben wir mir. Ihr wart dabei. Nun ja, ich meinte das mehr metaphorisch, wenn ihr versteht. Ah. Metaphorisch bedeutet bildhaft übrigens. Nett, dass ihr das erklärt. Ich bin Tobria, nicht dumm. Das wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen, aber... Nun ja, ihr nehmt manche Sachen manchmal etwas zu direkt und genau. Also sagt, was habt ihr mit der guten Frau vor? Seid ihr nicht dankbar für den Turnierfrieden, Jalan? Kein Stück. So langsam gefällt er mir nämlich. Keine Ahnung, ich sollte wohl zu ihr gehen, aber Chiara hat mir vermittelt, dass es wohl keine gute Idee wäre. Habt ihr sie denn eingeladen? Selbstverständlich. Ja, meine Güte, dann setzt euch neben dir, sauft die Alte unter den Tisch und dann läuft das schon. Klappt bei Söldnerinnen auch. Na wohl. Ja, klappt bestimmt. Ihr könntet euch ja mal erkundigen, in welcher Kirche sie immer zur Rondra-Messe geht. Und dort zufällig auftauchen. Zufällig. Ja, das nicht sehr Geschenke. Frauen lieben Geschenke. Was soll ich ihr denn schenken? Ein Schwert hat sie schon und ein Kettenhemd auch. Blumen und Diamanten. Vielleicht mal ein paar Manieren. Ja, bitte, was? Haben wir kein Geld. Ein Dolch? Dolche sind immer gut. Blumen sind die Sprache der Liebe. Blumen? Ihr kennt diese Sachen, die am Straßenrand wachsen. Ich weiß, was Blumen sind. Wo fragt ihr dann? Könnt ihr singen? Ein wenig, ein paar gute tropische Volkslieder. Würdet ihr mir die Ehre erweisen, jetzt eins vorzusingen? Ja, ich dachte eher ein Liebeslied. Es braust ein Ruf wie Donner. Lass uns das halt. Bitte, singt ihr das vor. Ich komme auch mit. Ich glaube nicht, nein. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Das kann ich euch versprechen. Ich denke nicht, dass sie gar so viel Interesse an tobrischen Wanderledern hat. Ist sie denn keine Tobrierin? Nein. Was ist sie denn? Zicker. Also wo kommt sie her? Aus dem Rondra-Tempel. Ihre Heimatland! Ihre Familie. Hieß sie nicht Sirnstein? Sirnstein, also wird sie wohl Albernierin sein. Ja, dann sucht euch ein albernisches Lied und dann singt ihr das vor. Am besten irgendwas, was ihr mal als Kind gesungen hat. Dann denkt sie, oh, guck mal, der Jalan, der singt genau das gleiche, was ich mal als Kind gehört habe. Und dann guckst du mal, wie weit du damit kommst. Wird schon klappen.